Abstand vom Schulstress und den Erwachsenen, Raum für eigene Ideen und Chillen mit Freunden. Das bietet das Bad Krozinger Jugendzentrum am Südring. Jugendreferent Nathanael Rosemann betont, das Jugendzentrum, kurz JUZE, ist nicht nur ein Angebot von Erwachsenen an die Jugend. Das sei ganz wichtig. Dass sie auch selbst ihre Ideen einbringen können, das wünschen wir uns, mitgestalten, was sie auch möchten an Angeboten. Und ja, einfach, dass sie einen Ort haben, wo sie sein können und sich ja auch voll ausleben können. Das Jugendzentrum steht allen Jugendlichen offen. Für Kids zwischen 10 und 14 Jahren ist das JUZE jeden Montagabend geöffnet. Die Älteren ab 14 treffen sich dienstags und freitags zum gemeinsamen Kochen, Spielen, Cocktails mixen oder sie schauen einfach einen Film, hören Musik oder spielen Billard zusammen. Marion Menn bietet gerade den jüngeren Besuchern einmal pro Monat einen Entspannungsnachmittag an. Manchmal geben sich gegenseitig irgendwie eine Massage, es wird was gelesen, es wird ein Hörbuch gehört. Einfach mal bewusst auch den Stress, den teilweise auch schon Kinder haben in der Schule mit viel Anforderungen, was kommt, wo sie einfach mal zur Ruhe kommen können. Wer Lust hat, eigene Projekte auf die Beine zu stellen und ein Wörtchen mitreden will, der kann mitmachen beim Jugendteam. Wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat mit denen, besprechen einfach, was aktuell ansteht, ob sie eine Veranstaltung machen möchten, was einfach, sag ich mal, im nächsten Monat auf sie zukommt, wie Sachen umgestaltet werden können. So kam im vergangenen Jahr die Idee auf, das JUZE umzugestalten. Die Jugendlichen sammelten Ideen und planten das Großprojekt. Und eine Woche lang haben dann alle gemeinsam angepackt und das JUZE verschönert. Benjamin Ludwig ist seit einem Jahr im Jugendteam. Wir waren schon auf einer Hütte. Ich habe schon beim perfekten JUZE-Team Dinner mitgemacht. An 4 Abenden haben jedes Mal andere JUZEs gekocht. Und eins davon waren wir an einem Mittwoch. Und dann kamen die JUZE aus Heidersheim, Hartheim und Mülheim zu uns. Und dann haben die hier gegessen und alles. Und wir haben gekocht in der Küche. Und die haben es dann bewertet. Und eine Gruppe hat halt gewonnen. Aber wir waren es leider nicht. Früher gab es ziemlich viele Rapper in Bad Krozing. Und da haben wir extra für die Rapper eine Release-Party gemacht, wo sie dann sozusagen ihre Songs vorstellen konnten. Und haben uns halt versucht, möglichst nach den Jugendlichen zu richten. Und da ich ja selbst jugendlich war, konnte man das halt dann sozusagen gut, konnte man sich gut hineinversetzen. Auch das Thema Integration haben die Jugendlichen schon angepackt. Unter anderem in einem Filmprojekt, das aus Integrationsmitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert worden ist. Der Film handelt von Vorurteilen zwischen russischen und deutschen Jugendlichen, die durch gemeinsames Sporttreiben der Trendsportart Parkour lernen, dass sie doch gut miteinander auskommen. Bei all den gemeinsamen Unternehmungen ist die Jugendarbeit in Bad Krozingen nicht nur Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche. Auch bei Problemen haben die Jugendreferenten ein offenes Ohr. Egal, ob es die Englischarbeit ist, die ansteht, oder ein tiefgreifenderes Problem. Vielleicht in der Familie funktioniert es nicht so und das belastet den Jugendlichen, aber er kann mit niemandem drüber reden und da suchen wir natürlich dann auch das Gespräch und schauen, wie wir helfen können, eventuell auch durch Weitervermittlung sogar an andere Stellen. Manchmal lassen sich auch Sachen hier einfach in dem Rahmen klären. Bei all der Vielfalt der Angebote im JUZE selbst erreicht die Jugendarbeit dort längst nicht alle Jugendlichen. Irina Rapp ist regelmäßig mit dem JUZE-Mobil, einem bunten Bus, unterwegs in Bad Krozingen und besucht die Jugendlichen dort, wo sie sich treffen. Kann ich dort auf der Stelle direkt ansprechen, welche Probleme oder so einfach, was die mal haben, was beschäftigt die. Und gleich von der Stelle können wir die Hilfe anbieten und erzählen von verschiedenen Angeboten, was in Bad Krozingen geschieht. Und ja, jederzeit, die können uns ansprechen und wir helfen gern. Auch im Internet sind die Jugendreferenten aktiv, unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook. Kurz, für Kinder und Jugendliche sind die Jugendreferenten überall da erreichbar, wo sie auch selbst sind. Offen und gesprächsbereit bieten sie Bad Krozingens Jugend Unterstützung bei einer der größten Herausforderungen ihres Lebens: Erwachsenwerden.